9, 8, 6, Scheiße, 7, 6, 5, Bier, 3, 2, 1. Wie man sieht, habe ich viele meiner besten Figuren heute Abend mitgebracht. Ja, mein lieber Walt, das mag schon sein, aber ich habe heute Abend mitgebracht. Ich habe dabei Pinocchio, ich habe Schneewittchen, ich habe Mowgli. Hast du auch Dalmatiner? Natürlich habe ich Dalmatiner. Und Bären? Bären, auch Bären. Mäuse? Ja. Mäuse, jede Menge Mäuse. Ein Panther. Auch Panther, ja, einen Panther habe ich auch dabei, ja. Und wie sieht's mit Zwergen aus? Ja, Zwerge genau 7 an der Zahl. Und ein weißes Kaninchen mit einer Taschenlampe. Das echte aus dem Wunderland. Mit einer Taschenuhr. Hat keiner gemerkt. Aber es ist die aus dem, hier aus dem Wunderland. Genau. Aus dem Wunderland mit einer Herzkönigin und einer total dämlich grinsenden Katze. Naja, egal. Am besten ist, wir schauen jetzt erst einmal auf die Mitarbeiter der Walt Disney Company. Genauso machen wir es, Herr Kapellmeister, einen Einmarsch für unseren Elferrat.
sag mal so, das sind wohl eher unsere schrägen Charaktere. Ja, das sind sie, die schrägen Charaktere. Aber weißt du, Bord, wenn ich mir die Herren hier unten so anschaue, kommt mir direkt eine Idee für einen neuen Film. Lass mich raten. 11 Narren und nur 10 Bier. Genau, sowas mit der Art 11 Narren und 10 Bier klingt ganz lustig, bloß am Happy End. Ich bin ja als Walt Disney verantwortlich für Happy End, ja, wie du weißt. Aber mit dem Happy End, das sieht schon richtig düster aus. Das wird schon noch. Einer von denen wird sowieso entführt. Der andere fällt ins Koma. Und einer verzichtet einfach komplett. Verzichten. Komplett. Ja, wir sind doch berühmt für außergewöhnliche Geschichten. Na gut, das mag sein. Und ja, wir sind berühmt für außergewöhnliche Geschichten und auch für außergewöhnliche Regentschaften. Herr Kapellmeister, bitte einen Einmarsch für unser Prinzenpaar. Zu meiner Linken, Prinzessin Mini. Und an ihrer Seite, wie sollte es auch anders sein, Prinz Mickey. Na ja, Walt, ich glaube, es ist ein Mann. Aber ich mach mal. Egal. Unsere beiden Mäuse haben natürlich jetzt für euch die Ehre, die Kussfreiheit zu eröffnen. Was aber nicht bedeuten soll, dass ihr heute Abend nur jemanden küssen dürft, der große Ohren hat. Geht los. Lass uns
Bei mir im Disneyland als Gouverneur begrüßen zu dürfen.